Wir sind Hadija Haruna Alka und Max Czolek. Und das ist Trauer und Turnschuh. Hallo, liebes Publikum, zu unserem quasi zweiten Live-Podcast Trauer und Turnschuh unter, ich sag mal, erschwerten Bedingungen, weil wir sind auf der Leipziger Buchmesse. Max Czolek ist nicht hier, sondern in den USA zugeschaltet mit Zeitverzögerung. Und neben mir ist eine Gästin und wir reden jetzt in einem Dreierverbund. Also erstmal hallo in die Runde. Hallo. Hallo, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Vanessa Wu werde ich gleich vorstellen. Ich frage jetzt mal nicht so direkt in die Runde, wer Trauer und Turnschuh nicht kennt. Oder sollte ich fragen, wer von euch kennt Trauer und Turnschuh nicht? Es gibt einige, die Trauer und Turnschuh nicht kennen. So die Hälfte. So die Hälfte. Wir sind ja auch schon späte Stunde. Die Buchmesse ist bald um. Also Max, jetzt ist dein Part, Trauer und Turnschuh bitte kurz für alle zu erklären. Yes, Trauer und Turnschuh ist ein Podcast, den Hadija Haruna Oelker und ich letztes Jahr unter Auftrag des Fischer Verlags gemacht haben. Das waren 12 Folgen plus eine Extra-Folge. Und wir haben das damals die After Hour der Geschichte genannt. Also eigentlich haben wir uns im Januar damals vorgenommen, wir wollen darüber reden, wie Geschichte in die Gegenwart weiter wirkt, vor allem die Gewalt der Geschichte und was das eigentlich bedeutet für eine Analyse der Gegenwart, wenn man eher so Kontinuitäten sich anschaut. Aber im letzten Jahr, wie Sie ja alle wissen, sind viele Dinge passiert. Nicht zuletzt eine AfD, die auf unfassbar hohe Zahlen gegangen ist. Über den Sommer haben wir das schon bearbeitet zum Thema Trauer und der Frage, wie man eigentlich damit umgeht, dass diese Erzählung der guten Aufarbeitung anhand der AfD ja irgendwie auch widerlegt wird. Aber wie man auch mit dieser Gewaltgeschichte umgeht, die ja auch ein großer Ort der Trauer, des Betrauerns darum, dass die Dinge so passiert sind, wie sie eben geschehen sind, ist. Und dann kam ja noch der 7. Oktober dazu und damit ja nochmal was, was einfach durch unsere Communities durchgegangen ist, wie so ein Schlag. Das heißt, wir hatten plötzlich wahnsinnig viel auf dem Tisch und dann wurde dieser Podcast ein bisschen auch zu einer Art Bewältigungsarbeit für uns und für viele Menschen, die dem zugehört haben. Das lief dann aus Ende des Jahres und jetzt machen wir so Live-Formate, weil Leute uns einladen, dieses Gespräch fortzusetzen. Und ich freue mich total, sowohl das mit Hadija weiterzumachen, als auch wie immer bei uns im Podcast mit GästInnen. Und dazu kommt jetzt Hadija. Vanessa, schön, dass du hier bist. Ja, und damit seid ihr hoffentlich so ein bisschen abgeholt. Also unser Blick immer zurück. Und was hat die Vergangenheit mit unserer Gegenwart zu tun? Das haben wir uns so zur Aufgabe gemacht, weil wir, wie Max es ja auch dargestellt hat, immer wieder sagen, es sind da Lücken in der Erzählung unserer Vergangenheit. Was brauchen wir? Wie statten wir uns aus, damit wir das, was passiert, besser verstehen? Und wir beobachten, und ich weiß nicht, wie es euch geht, da kommen wir jetzt hin. Im Moment ich bin auf dem Beobachtermodus. Gerade war die Preisverleihung des Leipziger Buchpreises. Da ging es viel um Schweigen. Das war auch sehr interessant, weil auch wir, Max und ich, haben viel über dieses Schweigen, jetzt das Thema trotzdem sprechen. Und wer geht eigentlich auf die Straße? Wir haben uns viel in unseren privaten Unterhaltungen jetzt vor dieser Aufzeichnung darüber unterhalten, was bedeuten diese Demonstrationen da draußen? Wer macht die? Wer geht dahin? Wer sind die Menschen? Und deswegen haben wir die heutige Folge getitelt Wehrhaft. Was hilft die Mobilisierung der Massen? Und Max, vielleicht kannst du kurz erklären, was wir uns hinter diesem Titel vorgestellt haben. Im Prinzip stellte sich ja schon die ganze Zeit die Frage schon im Januar so ein bisschen so, okay, was passiert jetzt eigentlich gerade? Ja, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr lang darüber gesprochen, wie die deutsche Gesellschaft einfach nicht reagiert auf Gefahr, wenn sie von rechts kommt und plötzlich passiert doch irgendwas, zumindest vordergründig. Dann entstand daraus ja etwas, was am Anfang gar nicht absehbar war, nämlich die größte Mobilisierung für Westdeutschland seit 45, für Ostdeutschland seit 1989. Ja? Und das ist ja schon mal irgendwas. So, und die Frage ist aber, was genau ist es eigentlich, was wir da sehen und wie stehen wir eigentlich dazu? Was haben wir als, ich irgendwie aus einer jüdischen Story, Hadija aus der Position von der Bewegung Schwarzer Deutscher in Deutschland, was haben wir beide eigentlich dazu zu sagen? Was fällt uns dazu ein? Finden wir das gut? Finden wir, da fehlt irgendwas? Und zeitgleich mit dieser Zunahme der Bewegung konnten wir auch beobachten, dass einfach die
auf politischer Ebene die Handlungen trotzdem ausblieben und bis heute ausgeblieben sind. Also wir erleben sowas wie eine Mobilisierung ohne Konsequenzen. Eine Entwicklung, die übrigens in den USA schon anhand der Black Lives Matter-Bewegung diskutiert worden ist. Die größte Bewegung seit der Civil Rights Movement. Aber auf politischer Ebene passiert nicht viel. Genau, und wir haben Vanessa Wu eingeladen, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, aus bestimmten Gründen, weil sie nämlich Analyse betrieben hat und weiter betreibt, was das Thema Demonstrationen angeht. Wer Vanessa Wu nicht kennt, sie hat Ethnologie, internationales Recht und Südostasien-Studien in München, Paris und London studiert. Sie ist Journalistin, Redakteurin für Zeit Online, wurde vielfach für ihre Arbeit ausgezeichnet. Sie moderiert das Klassenzimmer, das Format in der Schaubühne Berlin. Sie war Co-Host, vielleicht kennt ihr den Podcast, des wir deutschen Podcasts Rise and Shine, den ich sehr geliebt habe. Und bald kommt auch ihr neues Buch, Komm dahin, wo es still ist, was sie zusammen mit ihrem Partner Ahmed Katlesch geschrieben hat. Und das erscheint am 14.05. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Danke. Aber bevor wir in die Analyse einsteigen, lasst uns kurz persönlich werden. Was ist eigentlich euer Verhältnis zu Demonstrationen? Also, magst du anfangen, Vanessa, weil du hast noch gar nichts gesagt. Ich fange gern an. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wann meine allererste Demonstration war. Und zwar war das 2003 aufgrund des Irakkriegs. Aber nicht, weil ich unbedingt demonstrieren wollte oder den Krieg für so falsch hielt. Natürlich hielt ich ihn für falsch. Sondern man hat uns mit der Schule dahin geschickt. Und das ist mir alles noch gar nicht so richtig eingeleuchtet, weil ich bin in einem sehr kleinen Ort in Niederbayern aufgewachsen. Total apolitische Gegend. Nicht völlig apolitisch, da gibt es viele Rechtsextreme, aber ich meine jetzt nicht so eine aktive Zivilgesellschaft. Und deswegen habe ich mich auch nicht als Teil dieser Zivilgesellschaft empfunden, sondern es als sehr seltsames, alienhaftes Ding empfunden, auf die Demo geschickt worden zu sein. Meine Politisierung war dann später als Studentin und da bin ich auf viele Demos gegangen, habe auch Flashmobs und so weiter gemacht. Erst jetzt als Journalistin distanziere ich mich ein bisschen, um nicht aus erster Reihe dabei zu sein, sondern davon zu berichten. Aber grundsätzlich aus dieser politischen Phase großartig. Also ich finde, Friedemann Karik hatte ein ganz schönes Bild dafür gefunden. Proteste wollen nicht zwingend etwas Bestimmtes erstmal erreichen, sondern oft sind sie einfach ein Alarmknopf, auf den man so draufschlägt. Und es ist ein Moment des Empowerments. Und so habe ich Proteste oder Demonstrationen immer empfunden. Es ist wichtig, sich zusammenzufinden, mehr so nach innen, dass man sich gegenseitig findet, dass man irgendwie Gefühle kanalisieren kann und hofft, damit Aufmerksamkeit zu erregen, damit hoffentlich jemand etwas daraus macht. Also du bist empowered durch Demos. Ich weiß von Max, es ist eher so ein ambivalentes Verhältnis. Vielleicht. Ja, ich finde es super spannend, weil Irakkrieg war sicher nicht die erste Demo, auf der ich war. Ich bin in den 90er Jahren in Berlin groß geworden. Das heißt, da gab es wirklich viele Formen von Demo. Ich glaube, die erste, an die ich mich wirklich erinnere, ist, als Silvio Meyer ermordet wurde am U-Bahnhof Samariterstraße. Da gibt es auch immer noch eine Plakette. Der wurde, nachdem man einen Nazi hingewiesen hat auf einen Nazi-Button, wurde er von dem erstochen. Ich war lange Zeit in einer Straße gewohnt, die nach ihm benannt worden war. Und das war für mich so eine Art Grundpolitisierung. Für mich waren Demos immer Antifa-Links. So, das war sozusagen de facto das, was eine Demo ist. Deswegen sind so Bauerndemos für mich nach wie vor nicht ganz klar, ob das die gleiche Kategorie ist oder nicht. Aber die Diskussion ist, glaube ich, nochmal eine eigene. Irakkrieg, das ist, glaube ich, super interessant, weil ich war ja 13 Jahre auf der jüdischen Schule, also meine ganze Schulzeit. Und beim Irakkrieg hat uns die Schule selber verboten hinzugehen, weil sie gesagt hat, es ist nicht sicher. Und wir haben damals das Gefühl gehabt, wir werden eingeschränkt in unserer Meinungsfreiheit. Weil wir gesagt haben, wir gehen als Privatperson, wir gehen ja nicht als Schule hin. Und dann hat uns die Schulleiterin eingeschlossen in der Schule und dann haben wir uns irgendwie so heimlich auf den Weg gemacht. Dann gab es einen Tadel und so. Also es gab richtig Stress. Das heißt, für mich war die Irakkriegsdemo aus vielen Gründen auch so ein Coming of Age vielleicht demonstrativ wow. Wichtig. Ja, die kanntest du auch noch nicht, Hadija. Ich muss meine Verteidigung sagen. Ich glaube, ich konnte dieses Mittel der politischen Meinungsäußerung damals auch gar nicht so wertschätzen. Ja. Ja, das ich war 15, also ich war auch nicht so viel älter, glaube ich. Okay, ja. Also ihr outet euch, ihr seid jünger als ich. Ich bin 80 geboren, aber meine ersten Demos waren tatsächlich mit meiner Mutter. Und zwar in Sachen Pflege, weil meine Mutter ist Pflegekraft. Und wir waren ich war mit ihr für mehr Lohn. Also eigentlich die gleichen Demos, die es immer noch gibt. Also ich würde schon sagen, meine Mutter ist so Gewerkschaftlerin. Das ist schon sozialisiert, der Protest im Sinne von, dass man das tut. Und gleichzeitig gibt es da eine eigene. Du hattest es angesprochen. Ich bin Teil der schwarzen Bewegung. Ich bin auch Journalistin.
Und in diesem Journalistin werden vor der RedakteurInnen-Ausbildung und diesem meinem Politikstudium war ich auch bewegt. Also ich habe mich immer schon bewegte Journalistin genannt und war auf Demos gegen Racial Profiling, also rassistisch motivierte Polizeigewalt, als 2013, als das noch keinen Namen hatte. Also damals gab es Racial Profiling nicht. Das war Teil dessen, es bekannt zu machen, dieses Thema. Oder auch, ja, ich vielleicht sagt es hier Leuten was, das Thema Uri Jalloh, der Ermordete in Dessau. Also und ich würde da anknüpfen an das, was du sagst, Max, das Thema, was für ein Image haben Demonstrationen, darüber reden wir ja jetzt auch, also welche Demonstrationen sind anerkannt, welche nicht, welche werden geframed, inwiefern, und jetzt sprechen wir ja auch über Demokratie-Demos, also wir verteidigen die Demokratie, das hat einen Anerkennungswert, man könnte jetzt fragen, ob die anderen nicht auch die Demokratie verteidigt haben, und da würde ich gerne hingucken. Und Vanessa, du hast einen Artikel geschrieben, der hatte den Titel Viele weiße Leute und die Unterzeile lautete: Hunderttausende gehen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Dagegen ist von Geflüchteten und Migranten nur wenig zu hören. Sie sind politisch heimatlos geworden. Und ich weiß jetzt, dass das viel Dynamik in den Debatten auch ausgelöst hat, sowohl draußen bei der Leserinnenschaft als auch in Redaktionen, weil die Analyse dieser Demos natürlich sehr unterschiedlich ist. Wie ist deine? Also als es damals losging, man muss ja auch sagen, es ging von der Klimabewegung los, die einfach das größte Mobilisierungspotenzial zu dieser Zeit hatte und auch sehr schnell reagieren konnte. Was aber dann passiert ist, es sind sehr viele Menschen auf die Straße gegangen und in meiner Beobachtung nach fand ich es schräg, nicht falsch, aber schräg, dass so eine weiße bürgerliche Mitte erstmal auf die Straße gegangen ist, wo doch der Anlass die Korrektivrecherchen waren, die eine Remigration in Anführungszeichen skandalisiert hatten. Also im Kern eine massenhafte Abschiebung, Massendeportation von Menschen, die nicht ins rechtsextreme Weltbild passen. So, und das wäre ja eigentlich ein Thema gewesen, wo vergangene Bündnisse auch schnell hätten andocken können, die ja auch existieren. Es ist nicht so, dass migrantisierte, schwarze, geflüchtete Menschen gar nicht organisiert wären. Es gab 2018 das Unteilbar-Bündnis, 2020 Black Lives Matter. So, und es waren relativ große Bewegungen. Und ich habe mich gefragt, wir sind jetzt nur einige Jahre später, was ist eigentlich mit denen? Warum stehen sie nicht auch auf der Bühne? Warum waren sie nicht mit dabei? Warum haben sie nicht mit eingeladen? Und das hat vielen Leuten nicht gefallen, weil es gleichzeitig war, dass gerade so die Sternstunde der Demokratie gefeiert wurde. Viele waren aus so einer Art Koma oder so aufgewacht, politischem, und einer langen Verdrängungsphase. Also die ganzen AfD-Umfragezahlen wurden so Tickermeldungen, die noch so vorbeigerauscht sind. Und das hat, glaube ich, vielen sehr gut getan, dass Leute überhaupt auf die Straße gegangen sind. Und wenn man darauf hinweist, dass ja gewisse Leute fehlen, die noch vor einigen Jahren so stark waren, dann wurde das sehr viel unter Kommentatoren, aber auch innerhalb der Redaktion so empfunden, als du machst ja jetzt die ganze Bewegung schlecht. Also warum kritisierst du denn jetzt diesen wertvollen Moment, den wir da geschaffen haben? Wir müssen doch jetzt die Demokratie verteidigen. Und was soll das? Jetzt stehen auch noch die Falschen auf der Straße oder wie? Aber ich habe meine Kritik eigentlich von Anfang an, also erstens als Beobachtung empfunden, das ist mein Job als Journalistin, aber auch als hoffentlich konstruktiv, wenn die Proteste nämlich an Fahrt aufnehmen und sich erweitern können und von der Klimabewegung darüber hinausgehen, dann habe ich vor allem den Wunsch aufgestellt, dass man ja auch andere Menschen hört und Demokratie nicht über die Interessen von migrantisierten oder geflüchteten Menschen hinweg verteidigt. Weil was nützt mir denn eine, sage ich mal, große Demokratiebewegung, wenn es am Ende darum geht, die Menschen zu feiern, die gerade auf den Straßen sind, aber nicht die zu schützen, die jetzt eben akut in Gefahr sind und die durch rechtsextreme Bedrohungen noch mehr in Gefahr geraten werden. Ja, das erinnert mich an so absurde Situationen. Max, ich weiß nicht, wie es dir erging. Also ich war auf unterschiedlichen Demonstrationen, habe mit unterschiedlichen marginalisierten Menschen, die hingegangen sind, auch gesprochen. Das waren dann so Erfahrungen von Freunden, auch die sagten, dass sie begegnet sind Menschen, die sagen, schön, dass du auch da bist, das machen wir für dich. Also ich würde schon sagen, da war eine Ambivalenz drin. Wer spricht hier für wen? Warum bin ich eigentlich hier? Was ist die Sache, für die wir hier auf der Straße sind? Demokratie ist schon sehr abstrakt. Wenn man Demokratie auf Menschenrecht, und ich hoffe, wir sprechen noch darüber, eich, dann geht es uns alle an. Aber am ersten ist es doch schon sehr abstrakt. Und ich finde auch zu sagen, also nochmal hinzugucken, Korrektivrecherche war der Anlass, aber die Menschen, die es ja betrifft, die wussten ja schon vor der Korrektivrecherche, dass das, was da herausgekommen ist, ein Thema ist. Das heißt,
diesen Bündnischarakter, der fehlte bei manchen Demos, bei manchen ja auch nicht. Wenn ich komme aus Frankfurt am Main. Ja, Frankfurt war anders. Frankfurt war sofort anders, was ja daran auch lag. Auch Klima, das Koala-Kollektiv hatte aufgerufen, hatte aber sofort ein Netzwerk akquiriert. Also sozusagen daran gedacht. Also es geht hier auch um, wer ist mit wem verbunden und sieht die Kämpfe in der Verteidigung der Demokratie. Oder wie siehst du das, Max? Wir hören dich gerade nicht. Okay, Hilfe wird gerufen. Wir überbrücken das und machen einfach ein bisschen weiter. Also Stichwort Bündnis und das Zusammendenken von. Was waren da deine Beobachtungen? Weil es gab es ja in Berlin dann schon auch und an anderen Orten. Und du warst ja auch in Ostdeutschland und hast dir ja auch Sachen angeguckt. Also wie würdest du sagen, wie war die Entwicklung? Also es kommt immer darauf an, ob diese Bündnisse oft unter Einbeziehung von Parteien rangingen und ob man immer eben diese Demokratie, ein sehr abstrakter Begriff, verteidigen wollte oder ob man von Anfang an das als antirassistischen Protest begriffen hat oder als zivilgesellschaftlichen Protest. Und es sind unterschiedliche Herangehensweisen, zum Beispiel Erfurt gab es auch das Bündnis auf die Plätze. Das hat sich relativ bald nach Pegida oder ungefähr diesem Zeitraum gebildet und die hatten explizit versucht, nicht PolitikerInnen einzuladen, sondern auch viel Zivilgesellschaft und da auch migrantisierte Menschen. Also wenn das von Anfang an mitgedacht wurde, dann hat das irgendwie auch ganz gut funktioniert. Aber ich finde, daran hat sich sehr gezeigt, was eigentlich die Prioritäten sind. Ich habe viel in den Reaktionen festgestellt, dass es diesen Menschen, die sagen, wir sind bunt, es ging im Grunde um sie selbst und ganz viel wurde das Beispiel angeführt, naja, ich als queere Person wäre dann irgendwann auch betroffen oder ich als Helferin von Geflüchteten oder ich in solchen linken Netzwerken. Und da würde ich zum Beispiel sagen, ja, aber in zweiter Reihe. Also wenn jetzt Rechte so Schritt für Schritt an die Macht kommen und bis dahin wir einen immer noch gravierenderen Rechtsruck auch in der Mitte der Gesellschaft erleben, so lange ist es für euch unbequem, aber für manche geht es wirklich an die Existenz. Menschen, die noch im Einbürgerungsverfahren sind, die unsichere Aufenthaltsstatus haben, die noch vielleicht darauf warten, dass ihre Familie irgendwann mal nachziehen kann. So, und dass diese Menschen nicht mitbedacht wurden, sondern dass viele weiße Menschen das erstmal diese Bedrohung auf sich selber bezogen haben, ist in der Transferleistung richtig, aber mir fehlte da sehr die Solidarität. Und es kann sich aber auch anders entwickeln. Also manche Städte haben so ein bisschen die Kurve gekriegt und andere, das fand ich dann schade, sind in eine stark defensive Haltung gegangen, haben gesagt, ja, warum eigentlich? Also es geht doch gar nicht jetzt um Abschiebungen oder wir wollen auch gar keine migrantischen Stimmen zulassen, weil sie gerade unbequem sind, weil dann fangen sie an, auch noch die Ampelpolitik zu kritisieren, die auf Abschiebungen im großen Stil aus ist oder haben sich einfach nicht als antirassistischen Prozess verstanden. Oder natürlich passiert das ja auch alles im Schatten des 7. Oktober. So, es gibt auch in der Community viele Spannungen und ich glaube auch, dass viele Bündnisse, das ist jetzt mein Tipp, ohne dass das Leute explizit gesagt haben, auch eine gewisse Angst, dass da antisemitische Äußerungen zum Beispiel fallen oder dass Gruppen kommen, die sich gar nicht verstehen und dann ist man lieber ausgewichen und hat versucht, so ja, ganz, ganz bunt das zu machen, aber nicht auch auszuhalten, dass zum Beispiel Menschen auch die Angriffe auf PalästinenserInnen oder Islamfeindlichkeit auch darunter fassen würden. Genau, also ich glaube, da war auch so eine gewisse Vorsicht vor dieser Debatte. Max ist wieder da. Bevor ich rüber an dich gebe, nur einen Punkt, um das zu ergänzen. Man müsste ja, um einladen zu können, um ein Bündnis zu schaffen, um zu wissen, mit wem ich arbeite, auch die Menschen kennen. Ja. Weil ich verstehe natürlich, mit wem arbeite ich zusammen. Man kennt es aus Arbeitsprozessen. Wenn ich nicht weiß, wer du bist, was du machst, was du denkst, wenn ich das gar nicht nachempfinden kann, ist jetzt keine Entschuldigung, dann wird es natürlich schwierig. Für mich hat das eher offengelegt, wer hat schon vorher in einem breiteren Feld gedacht. Also eben, wie du sagst, nicht nur auf sich selbst bezogen, wann geht's mir an den Kragen, sondern das geht mich auch an, weil diese Gesellschaft, die Menschen, marginalisierte Menschen gehen mich auch an. Max? Ich habe ein bisschen einen anderen Blick darauf und das mag auch mit Ostdeutschland zu tun haben. Und vielleicht ist es, ihr seid ja in Leipzig und es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, das Besondere an diesen Demos war ja schon, dass auch in Ostdeutschland ganz viele von diesen Demos stattgefunden haben. Und die Besonderheit in Ostdeutschland, jenseits von Berlin, sagen wir mal, und den wenigen großen Städten ist, dass die Leute da wirklich auf eine Weise unter Druck stehen und auch unter Gewaltdruck stehen, wie es in Westdeutschland häufig
so nicht der Fall ist. Das heißt, wenn ich in Chemnitz auftrete, dann kommt da nicht mal mehr die Polizei, sondern die Antifa und passt auf. Und es gibt sozusagen eine Gewalterfahrung von Linken in Ostdeutschland, nicht nur Linken, POC, Linken, die auf eine Weise unter Gewalt Druck stehen seit den 90er Jahren, die man sich vielleicht manchmal gar nicht so richtig vorstellen kann. Das heißt, ich finde diese Unterscheidung zwischen, wer ist primär, wer ist sekundär getroffen, mindestens auch in Bezug auf links und irgendwie Mitte oder so relevant. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das war was im Gespräch, beziehungsweise in Paris ist es aufgetaucht mit der Alt-68er Goethe-Leiterin da, dass es vielleicht gerade ein Punkt ist, an dem klar wird, hier ist ein erheblicher Teil der Gesellschaft interessiert daran, nicht nur bürgerliche Mitte zu sein, sondern auch eine antifaschistische Linie in den Sand zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und letzter Punkt, vielleicht ist es doch ein Unterschied, ob man Demokratie hat, aber eine heftige Abschiebepolitik oder AfD an der Macht. Ich weiß, das ist schwer zu ertragen, aber es ist doch dann doch was anderes. Und ich glaube, das ist einer der Fehler, den die Linke gemacht hat in den 30er Jahren, ist, dass sie diesen Unterschied nicht machen konnte zwischen SPD und NSDAP sozusagen. Also ich glaube, es ist wichtig, bei aller Unvollkommenheit dem zumindest zuzugestehen, dass es probiert, etwas zu verhindern. Etwas, was sozusagen sich mit der AfD abzeichnet. Ich bin ja schon froh, dass die Leute das ernst nehmen und nicht so sagen, nö, das kann in Deutschland eh nie wieder passieren. Ich finde es sehr schwierig, Max. Also so, ich stimme dir mit der Ostdeutschland-Analyse total zu. Und wie gesagt, fand ich auch erstaunlich, dass Erfurt zum Beispiel die Stadt ist, die es von Anfang an ganz anders gemacht hat, die migrantische Perspektiven nicht nur eingeladen hat, sondern auch ausgehalten hat. Es war kontrovers, es ist weiterhin kontrovers. Das ist in Rechtsstreitigkeiten sogar bis heute ausgeartet. Aber die meinten ja, okay, egal, alle Spannungen, wir nehmen die mit. So. Und die waren schon von Anfang an antirassistisch und antifaschistisch aufgestellt. Und auch generell finde ich es stark, dass in Ostdeutschland immer noch demonstriert wird, also bis heute, weißt du, also da die großen westdeutschen Städte haben sich einmal ganz groß gefeiert, alle haben sich ganz toll gefühlt und dann ist es erstmal ausgeplätschert, also ich rechne noch mit mehr, aber in den letzten Tagen, ich spicke jetzt kurz zum Beispiel, 16.3. wurde in Jüterbog nochmal demonstriert, weil da ein AfD-Treffen war, 19.3. auch vor ein paar Tagen erst in Cottbus vor einem Schulamt, weil da ein rassistischer Vorfall an einer Schule war. Und 23.3. in Oberschöneweide, das ist Teil von Berlin, wird auch nochmal demonstriert. Also so im Osten, da geht's um was. Und da geht's auch noch weiter. So, da wird weiter gekämpft. Das ist stark. Aber zu deinem SPD ist ja was anderes als AfD. Ja, klar. Aber wenn ich eine geflüchtete Person wäre oder eine Person of Color, so, die schon immer unter rassistischer Gewalt oder Racial Profiling und so weiter gelitten habe, dann ist es zwar nicht dasselbe, aber die Auswirkungen sind ähnlich hart. Und ich würde sagen, dass der Kurs, den die Regierung gerade voranschiebt, ich sage nicht, dass sie komplett weg soll und dass eine AfD nicht noch schlimmer wäre. Natürlich wäre das noch schlimmer. Aber man muss auch die gegenwärtige, eigentlich linke Regierung dafür kritisieren, dass diese Mitte und der Diskurs in der Mitte sich stark, sehr stark verändert hat. Dass Leute Angst haben, dass Auswanderungsgedanken jetzt einfach wieder sehr groß geworden sind, auch unter Menschen, die sowas lange gar nicht geäußert hatten, weil sie nicht so politisiert sind. Aber ich höre das so in so großem Ausmaß und frage mich, warum jetzt, wo wir eigentlich diese Regierung haben, ist es nicht dramatisch, dass in meinem erweiterten Bekanntenkreis Leute irgendwas mit Wirtschaft oder so machen, sagen, hey, es lohnt sich ja gar nicht mehr in Deutschland die Zukunft zu planen oder zu denken oder irgendwas vielleicht sogar zu kaufen. Ich sehe mich eigentlich woanders. Ich würde vielleicht reinschmeißen in eure Runde und in diesen beiden Gedanken, bei denen ich schon was sehe, das Thema Politikverdrossenheit. Also ich meine, man könnte jetzt sagen, so was vorher war, da konnte man sich halt ausruhen. Man könnte das auch auf eine westdeutsche Perspektive nehmen und sagen, naja, jetzt haben wir das schön gemacht, jetzt sollen mal die anderen machen, wird schon. Und gleichzeitig ist natürlich dieses Wissen, die AfD könnte, mal schauen, was die Europawahl bringt, mal schauen, was die Wahlen im Osten bringen, das schwebt zwar darüber. Und weil es darüber schwebt, müssen oder fühlen sich bestimmte Leute jetzt aufgerufen, wenn andere auch gehen, mitzugehen. Ich fand es zum Beispiel interessant, Luisa Neubauer hat auf Instagram einen Post hinterlassen, in dem sie quasi erklärt hat, wie man demonstriert und für was Demonstrationen gut sind. Und hat aufgeklärt, nur einmal zu einer Demonstration zu gehen, verändert noch nichts. Also wenn du denkst, du gehst einmal und dann ändert sich die Politik, dann irrst du dich. Ich musste viel darüber nachdenken, weil ich dachte,
was haben wir überhaupt für eine Sozialisierung mit Protestbewegungen? Wir haben zu Anfang diese Frage geklärt, wann waren wir mal auf einer Demo? Was bedeutet überhaupt politische Bewegung? Was bedeutet es, permanent für etwas einzustehen, sei es die Demokratie im Großen und Ganzen oder für Menschenrechte, die ja dahinter stehen, sei es für Gleichbehandlung, Gerechtigkeit, wie auch immer, große Worte. Und dann frage ich mich, wer sind denn die Leute, die kontinuierlich das getan haben auf unterschiedliche Art und Weise? Und wie kann man jetzt, und das wäre dann der Connection-Gedanke, diejenigen dazu bringen, zu sagen, es geht nicht nur um dich persönlich, weil es dir an den Kragen geht, sondern es geht darum, dass das, wie du lebst, nur auf Basis der Kämpfe derer, die immer auf die Straße gegangen sind, erhalten geblieben ist. Weil der Punkt ist ja, unsere Vergangenheit, um auf diese Geschichte zu kommen, ist ja eine, in der wir das alles ja erst erarbeiten mussten. Es gab das ja nicht. Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus etc. Ich erinnere gerne daran, dass alle marginalisierten Gruppen ausgelöscht wurden. Das ist unsere Basis. Auf der agieren wir. Ich stimme dem zu total, dass die Tatsache, dass die Bundesregierung in dem Moment, wo diese Demonstration stattfindet, eine Verschärfung der Asylgesetzgebung verabschiedet, einen Hohn ist. Wenn man sich mal anguckt, was die Bauernproteste mit deutlich weniger Einsatz an Druck aufgebaut haben, finde ich schon besorgniserregend, wie wenig die Grüne und die sozialdemokratische Teile der Regierung in der Lage sind, das, was auf der Straße stattfindet, in Druck umzusetzen und zu sagen, okay, Moratorium, ihr seht ja, was auf der Straße los ist, wir können das jetzt nicht verabschieden. Im Gegenteil. Und mir ging das auch schon ein bisschen so bei den Demos nach dem 24. Februar, Kriegsausweitung in der Ukraine, da riesige Menge an Leuten in Berlin auf der Straße und Scholz sagt, ja, und jetzt rüsten wir die Bundeswehr auf. Und ich denke mir, hä? Also, ist das wirklich das, was hier auf der Straße passiert? Ist das das, was hier gerade im Bundestag verhandelt wird? Oder sozusagen gibt es hier noch eine Verbindung zwischen dem, was auf zivilgesellschaftlicher Ebene stattfindet, als Sorge vielleicht auch, als Rückmeldung an die Bundesregierung zu sagen, wir erwarten, dass ihr euch kümmert um Demokratiefeinde, dafür seid ihr da. Und im Gegenteil, was passiert ist, Scholz und Baerbock und so weiter demonstrieren mit, als wären sie nicht in der Regierung. Also ich glaube sozusagen, da gibt es irgendwie eine ganz komische Verschiebung, die ganz viel mit Erinnerungskultur zu tun hat, nämlich diese Idee, dass eine symbolische Handlung bereits die reale Handlung ist. Also dass man, wenn man erinnert, wenn man ein Holocaust-Mahnmal baut, dann ist das bereits die Umsetzung der Verhinderung der Wiederholung der Geschichte. Während das Holocaust-Mahnmal doch eigentlich nur ein Symbol für die Absicht ist, etwas praktisch zu tun. Und diese Praxis, die sieht, da stimme ich euch völlig zu, furchtbar aus. Die Praxis bei der Aufarbeitung des NSU sieht verheerend aus. Die Art und Weise, wie man mit Hanau jetzt umgeht, es ist ein Hohn. Das heißt, wir erleben, wie man sich auf symbolische Ebenen fokussiert, anfängt, also sozusagen die entsprechenden Sprechakte vollzieht, die entsprechenden symbolischen Handlungen, aber dann auf realer Ebene was völlig anderes passiert. Was am Ende eigentlich viel mehr der Linie der AfD entspricht, als man sich selber das eingestehen möchte. Und Max, du hast gerade die Politik angesprochen, aber ich sehe das auch in den Medien. Also es ist ganz seltsam, wie viele Menschen sich auf einer, in Anführungsstrichen, guten und richtigen Seite wähnen und dann gar nichts mehr als Handlungsaufforderung begreifen, weil wir sind ja gar nicht rassistisch. Sowas gibt es ja in Deutschland überhaupt gar nicht. Und die AfD, die ist ganz böse, da gehen wir jetzt auf die Straße. Aber irgendwie mal selber uns zu fragen, was haben wir eigentlich in all den letzten Jahren vielleicht auch dazu beigetragen, dass wir so eine Asylgesetzgebung jetzt haben, dass so ein Rassismus ausgebrochen ist, dass über 100 Rechtsextreme im Bundestag arbeiten oder beim Bundestag beschäftigt sind, dass wir lauter Reichsbürger haben, bewaffnete Menschen, die total selbstbewusst mit einem Umsturz umgehen. So, das Problem ist nicht nur ganz, ganz, ganz weit außen. So, wir haben es auch mit massiver Propaganda zu tun, die sich in den letzten Jahren stark verändert hat, die so ein rechtsextremes Gesamtbild durch die Stilisierung von irgendwelchen Feindbildern, die sich alle Jahre mal ein bisschen ändern, irgendwelche Woken, Social Justice Warriors, Transmenschen, sowas alles herangeführt wird. Critical Race Theory, das wird nicht in den USA fabriziert, auch hier. So, wir haben es so mit dieser Gesamtmaschinerie zu tun und die hat die Gesellschaft durchdrungen. Und anstatt sich eben zu fragen, wie weit das Ganze uns durchdrungen hat, wird das Problem weiter wegverortet. Und ich finde das tatsächlich dramatisch, sowohl in den Medien als auch in der Politik. Also, dass man gar nicht mehr sagt, wir müssen uns eigentlich selber jetzt gerade an die Nase fassen, wir müssen uns selber verändern, wir müssen bei uns selber anfangen.
Weil du diese Brücke schlägst, würde ich gerne darauf eingehen, weil Max ist Autor, Lyriker, das ist die Zunft. Wir beide arbeiten als JournalistInnen. Und ehrlich gesagt würde ich da gerne nochmal genau hinschauen, nämlich die Frage, inwiefern, du hast es angesprochen, Medien, man sagt dann so gerne, etwas herschreiben oder nicht beschreiben oder weglassen oder nicht erzählen. Für mich oder meine Beobachtung ist, ich sehe einfach getrennte Geschichten. Also das eine ist die AfD-Geschichte, das andere ist die Demokratie-Geschichte und dann gibt es diese Diversity, alle die Begriffe, die du gerade genannt hast, Identitätspolitik, gebe ich mal die Überschrift. Und dann gibt es vielleicht irgendwo noch Menschenrechte, aber die sind so abstrakt, dass eigentlich keiner weiß, was die sind und dass eigentlich diese Menschenrechte mit Diversity zu tun haben und damit mit der Demokratie. Und diese Verbindung wird aber nicht hergestellt. Und wenn ich tatsächlich aus so einer inneren Redaktionssicht jetzt arbeite, wo es darum geht, welche Geschichten, wie muss man sie erzählen, dann versuche ich, diese drei Verbindungen herzustellen und führe unglaubliche Diskussionen darüber, weil das nicht gut funktioniert, weil dazu das Thema nicht als Fachexpertise, also Demokratie schon, aber was ist Demokratie, hatten wir schon, Diversity, das kann man mal machen, das ist eine Meinung und Menschenrechte, ja, ist komplex. Wie ist dein Eindruck? Ich erinnere mich, als ich mal einen Preis gewonnen hatte, da ging es um meine Biografie und um im Grunde auch Abschiebungen und wie sich das ganz praktisch auf so ein Leben und Denken auswirkt und auf so eine Familie, wenn man jahrelang von Abschiebung bedroht wurde. Ich wurde auf die Bühne gebeten und bei allen anderen wurde eine Frage zu deren Arbeitsweise gestellt oder so eine lobende Frage. Und bei mir war meine eine Frage war, interessiere ich mich eigentlich auch noch für andere Themen, außer so Migrantenthemen. Ich dachte mir, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte, ist das jetzt ernst? Würde man einen ausgezeichneten Wirtschaftsjournalisten jetzt fragen, ob er sich für was anderes außer Geld interessiert? Nein. Aber so werden diese Themen gedacht, weil nicht gesehen wird, dass die meisten Menschen können auch mit Ethnologie nichts anfangen, aber ich habe das ja studiert, diese ganzen Themen. So, und das ist nicht nur eben eine Meinung, sondern es steht sehr viel Expertise dahinter. Es ist hochkomplex, diese rasanten gesellschaftlichen Transformationen zu begreifen, Diskriminierung zu begreifen, die Intersektionen von Diskriminierung zu begreifen, die ganzen Dynamiken, die das auslösen kann. Aber ich glaube, dass hier auch wieder so dieses Selbstbewusstsein ist, naja, wir sind ja die Guten und dann gibt es noch ein paar andere, aber wir sind ja nett und das reicht dann. Und dann haben diese Leute da draußen, die haben noch irgendeine Meinung dazu. Und ich glaube, ein Schritt wäre schon mal anzufangen, die Expertise von vielen Menschen nicht nur mit Diskriminierungserfahrung, sondern wirklich mit Diskriminierungsexpertise auch anzuerkennen als Expertise. Auch gewisse Wissenschaftsfelder, die massiv angegriffen werden, gerade auch von rechts als ideologisch, das irgendwie auch mal anzuerkennen. Und ich glaube, da wären wir schon viel weiter. Dann könnten wir auch gewisse, ich sage mal, Vielfalts- und Migrationsdebatten sachlicher führen, unaufgeregter führen, unideologischer führen auch. Also ich glaube, die meisten haben gar keine Ahnung davon, wie eigentlich Migrationszahlen zum Beispiel ganz konkret laufen, wie Arbeitsmarktintegrationszahlen eigentlich laufen, wie Arbeitsmarktintegration zum Beispiel genau funktioniert. Das heißt dann immer hier, die arbeitslosen Ausländer, aber jetzt nehmen wir nur mal die Syrer, die 2015 gekommen sind, so die eine Kohorte in diesem Jahr. Wenn man sie über längeren Zeitraum beobachtet, dann weiß man, nach 5, 6 Jahren sind ungefähr 66% in Beschäftigung. Das ist großartig bei diesem Asylsystem, das wir haben mit dem langen Arbeitsverbot. Wenn man alle zusammennimmt, was in der öffentlichen Debatte passiert und sonst niemanden weiter erreicht ist, wenn man alle Asylbewerber nimmt, auch die mit Arbeitsverbot, auch die Minderjährigen, dann kommt man auf geringe Quoten, dann heißt es ja, die arbeiten ja alle nicht. So, und wenn wir aber jetzt anfangen würden, uns wirklich mit empirisch auch mal zum Beispiel damit zu beschäftigen, glaube ich, wären wir auch schon einen großen Schritt weiter, anstatt nur das Boot ist voll Rhetorik zu fahren. Du hast jetzt ein sehr konkretes Beispiel gemacht, wie sozusagen man mit Sachkompetenz Journalismus betreibt oder Geschichten erzählt über Migration, was viele nicht anfassen, weil das ist eine Erfahrung, die ich mache, oft dieses ist. Eigentlich kennt man sich nicht so gut aus, man hat auch wenig Zeit, das muss man auch zugeben. Und dann ist es natürlich einfacher Geschichten zu erzählen, die sowieso ja alle auch erzählen. Und um ein weiteres... Also Opfergeschichten zum Beispiel, genau. Betroffenen Geschichten, einmal jemand interviewen, wie geht's dir eigentlich damit? Genau. Ja. Und das andere Beispiel, und das würde ich als zweites gerne ergänzen und Max dich damit einbinden, ist, weil wir es vorhin am Anfang hatten, und das auch in Verbindung mit den Demos zu bringen, ist sozusagen Erzählung, mediale Erzählung und die Ohnmacht der Erzählung nach dem 7. Oktober. Weil für mich zum Beispiel aus einer Redaktionssicht ich überhaupt kein Problem gehabt hätte oder habe auch nicht, weil ich weiter geschrieben habe, über Antisemitismus, Rassismus und so weiter zu schreiben und auch das Wort in den Mund nehmen kann und auch weiß, was es bedeutet. Mhm. Und weil du vorhin sagtest,
man glaubt, man könnte etwas nicht tun, man glaubt, man könnte Dinge nicht schreiben, sagen, schweigen, hat ja auch mit den Demos zu tun, wen man einlädt. Wenn man nicht weiß, worum es geht, wenn man die Sachkompetenz nicht hat, und es klingt so absurd, wenn ich über Diskriminierung, über Hass, über Töten als Sachkompetenz spreche. Aber ehrlich gesagt, das sind die Redaktionsdebatten, die ich führe, es auf eine sachkompetente Ebene zu heben. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, Max, aber vielleicht deine 5 Cent mal. Ja, ich glaube, es taucht auch in dem Artikel von Vanessa auf, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der 7. Oktober als ein Abschnitt. Aber ich würde sagen, in meiner Wahrnehmung, ich glaube, es war in Berlin besonders schlimm, möchte ich dazu sagen. Das war sozusagen, der 7. Oktober hat in Berlin richtig Verheerung angerichtet. Und zwar genau in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Also wenn sozusagen die Pandemie, der Ukraine-Russland-Krieg und so weiter, das sind alles Dinge, die gingen so ein bisschen daran vorbei. Das haben wir alles irgendwie mehr oder weniger gemeinsam gut durchgearbeitet und durchgestanden. Und am Ende konnte man sich einigen. 7. Oktober hat, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, und zwar genau denen, die in den letzten 1,5 Jahrzehnten diese Schnittstelle postmigrantische Zusammenarbeit gebaut haben, antirassistisch, anti-antisemitisch und so weiter und so fort, bei denen eine große Enttäuschung und auch eine große Verwüstung angerichtet. Und ich glaube, wir sind bis heute damit beschäftigt, überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Und das ist nochmal was anderes als das, was wir auf staatlicher Ebene gerade diskutiert haben. Ich glaube, es ist wichtig, diese Dinge so ein bisschen auseinanderzuhalten. Der Staat übt Gewalt aus und ist sozusagen die eine Ebene, die aber sich unterscheidet von dem, was zivilgesellschaftliche Akteure miteinander tun oder eben nicht tun. Und ich glaube, dass wir gesehen haben, dass sowohl die jüdische Seite als auch die, ich weiß nicht, quote-unquote muslimische, postmigrantische oder so Seite sagen, wir gehen nicht auf diese Demos, weil wir fühlen uns da nicht safe. Beide Seiten haben also eine Art Vertrauenskrise nach dem 7. Oktober mit dieser Zivilgesellschaft, aber auch, muss man sagen, miteinander. Und das hat, glaube ich, das ist auch eine Lehre darüber, wie belastbar dieses postmigrantische Projekt in diesem Moment gewesen ist. Ich glaube, wir dachten, es wäre belastbarer gewesen. Es stellt sich raus, wir hatten viele Dinge nicht durchgearbeitet, nicht zuletzt, dass man diskriminiert und diskriminierend sein kann. Ich glaube, das ist was, und das sozusagen Solidarität bedeutet, Menschen als Menschen zu fragen, wie geht's dir eigentlich gerade, selbst wenn man politisch irgendeine Position hat, die sich vielleicht davon unterscheidet. Ich glaube, das sind Dinge, die sind einfach bis jetzt wie nicht durchgearbeitet, und ich glaube, die haben zu einer Art Ohnmacht, eine Art Handlungsunwilligkeit vielleicht auch manchmal geführt, was dann dazu führt vielleicht auch, dass diese Demos nicht nur darum sehr weiß sind, weil vor allem die Mitte die organisiert, sondern auch, weil die anderen wirklich keinen Bock haben, gerade gemeinsam auf die Straße zu gehen. Und jetzt ist es doch interessant, aus einer Medienberichterstattungssicht zu sagen, wie erzähle ich diese Geschichte darüber? Wenn du die Marginalisierten, was wir nicht tun, als eine sehr homogene Gruppe siehst, dann sagst du, die sind nicht da oder die streiten sich, Muslime gegen Juden, also jetzt sehr plakativ und so, und kennst die Heterogenität nicht. Du unterscheidest nicht, wo sind eigentlich die schwarzen Menschen? Und das ist das, was mir fehlt. Ich suche nach diesen Geschichten, die das auflösen, weil nicht nur, warum machen die vermeintlich Weißen nicht mit den BPOCs, sondern was passiert in der Gesellschaft, in der alle vorkommen, und dieser, sei es der 7. Oktober, sei aber alles auch davor, was nicht aufgearbeitet wurde, worum sich ja unser Podcast dreht, jetzt eigentlich sozusagen, naja, in einer gewissen Form im Stillen implodiert. Und für mich ist dieses Schweigen aufgrund von der Hilflosigkeit mit dieser Situation nicht zu wissen, umzugehen und eigentlich nur noch, und darüber hatten Max und ich auch in den Folgen vorher gesprochen, zu denen Kontakt zu suchen, denen man vertraut. Deswegen ist diese Vertrauenskrise schon ein guter Ausdruck, und deswegen spiegelt er sich auch in den Demonstrationen, oder? Ja, was einfach fehlt, sind Leute, die sich drauf spezialisieren. Also ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so ganz aktiv in so schneller Berichterstattung. Ich mache jetzt eher so die langen Geschichten. Aber weil ich lange im Gesellschafts- und Politikressort war, hatte ich noch die ganzen Kontakte. Deswegen konnte ich noch schnell anrufen und einfach einmal alle so durchtelefonieren. Und ich weiß aber, dass das eine Leerstelle in ganz vielen Redaktionen ist. Oder dass auch viele zivilgesellschaftlich, antirassistisch organisierte Vereine, Organisationen, was weiß ich, gar keine Sprecher auf der Gegenseite haben. Als Journalisten weißt du ja genau, okay, du bringst ein Buch raus, so die Person arbeitet im Feuilleton, nicht nur eine Person, meistens mehrere, und die besprechen Bücher, also wendest du dich an die. Wenn irgendwas mit Rassismus ist, keine Ahnung, an wen man sich erstmal wendet, an die paar nicht weißen Journalisten, und dann hoffen, dass sie jetzt gerade irgendwie dazu arbeiten und Ressourcen dazu haben, viel Glück, so, aber es gibt keine so permanente Ansprechperson. Und das ist irgendwie auch
schade und krass, finde ich, angesichts der sehr vielen verschiedenen Ressorts und Nischenthemen, die wir so haben. Also ich gucke jetzt auch auf mein eigenes Haus. Ich bin froh, da einen Job zu haben und da angestellt zu sein. Aber ich denke mir so, es gibt ein Ressort für Familie, für Geld, so für alles. Green gibt's. Und ich plädiere ja für einen, um es möglichst neutral zu halten, für einen Demokratieressort. Da könnte man ganz viel subsumieren darunter. Aber solche Kämpfe führe ich dann auch innerhalb der Redaktion. Und das ist nicht einfach, um es mal so zu sagen, so um einfach mal aus dem Nähkästchen so ein bisschen zu plaudern, weil eben das nicht gesehen wird. Das wird so als Querschnittsexpertise eben gesehen, weil jeder hat ja irgendeine Meinung dazu. Also jeder kann irgendwie mal darauf springen. Wir kommen langsam zum Ende und da würde ich wieder zum Anfang zurückgehen wollen, nämlich Max, und du hast es auch gesagt, aber unterschiedlich in der Tonalität. Also jetzt sind wir auf der Straße, vielleicht, ich weiß, du recherchierst, du machst eine Langzeitstudie über das, was noch kommt. Es sind ja einige Groß-Demo-Aufläufe auch geplant zur Europawahl. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen im Hinblick auf die Frage und jetzt. Weil ich auch nicht runterspielen möchte, dass diese Demonstrationen, also aus meiner Perspektive, wichtig sind und sich auch im besten Fall erhalten, wenn politischer ansonsten vielleicht nichts passiert. Lasst uns noch mal in diesen Nutzen und der Frage des Nutzens dieser Demonstrationen zum Abschluss gehen. Genau, also nur weil ich mal angesprochen habe, dass sie unvollständig sind, das heißt eigentlich nur, dass ich mir wünsche, dass mehr Leute sich beteiligen oder mehr eingeladen werden und dass sie nicht sterben. Aber ich sehe schon, dass eine große Masse an mobilisierbaren Menschen erstmal entstanden ist. Und was ich jetzt beobachte, und das finde ich eigentlich ganz, ganz rührend und ganz, ganz fantastisch, dass gerade ganz viel Austausch passiert. Also wir sehen es gerade nicht mehr auf den Straßen und vielleicht in den Schlagzeilen. Aber wenn man mal nachhorcht, dann weiß man so, es entstehen gerade ganz viele neue Bündnisse, auch in ganz kleinen Orten. Die werden niemals irgendwie in die große Medien geraten. Aber das sind so Mini-Kundgebungen im Grunde. Die lernen gerade zu demonstrieren und sich auch zu schützen, im Osten vor allem, also gegen Rechtsextreme, die den und dann Rechtsstreitigkeiten zu führen. Und auch vom Land in die Stadt gibt es gerade ganz viele Verbindungen, dass man sich einfach austauscht, sodass viele gerade, ich weiß es, ich habe es gehört, ich weiß es nicht gesichert, aber ich gehe jetzt davon aus, dass im April nochmal ein neuer Aufschlag erfolgen wird von den verschiedenen Bündnissen, die es bereits gibt. Und dann gibt es auch viele Anlässe nochmal zu demonstrieren, die man dann auch einfach zusammenlegen kann, zum Beispiel den 1. Mai. Dann wird das Jubiläum des Grundgesetzes gefeiert für Westdeutschland 55 Jahre, für Ostdeutschland wenig kürzer. Und dann eben kommt die Europawahl. Also ich gehe noch von einer Welle aus und ich kann ein bisschen ruhiger schlafen seit Januar, seitdem ich weiß, hey, es gibt Menschen, die bewegt das. Und die bewegt das nicht nur, sie bewegen sich, sie sind auf den Straßen, sind wirklich irgendwie gewissermaßen erwacht. Ich glaube nicht, dass es nur ein kurzes Momentum war, sondern ich setze sehr viel Energie darauf und Hoffnung darauf, dass es irgendwie noch bleibt, weil davon hängt auch für mich so ein bisschen zusammen, wie ich mich auch in diesem Land fühle. Wir reden darüber so abstrakt, aber ich glaube, wir drei, die darüber sprechen, sind auch sehr akut. Es trifft uns ja sehr, sehr, sehr persönlich. Recht hast du, Max? Ich sehe das auch. Ich glaube, ich habe gerade noch mal vor dem Gespräch hier recherchiert, was die aktuellen Zahlen für die Orte sind, an denen gewählt wird dieses Jahr. Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Und überall ist die AfD stärkste Kraft, nach wie vor bei den Umfragen. Das bedeutet, das kommt jetzt auf uns zu, und zwar unabhängig davon, was da auf den Straßen passiert ist bis zu einem gewissen Grad. Das sage ich, weil das, glaube ich, nochmal klarer macht, worum es sich hier handelt. Es handelt sich hier nicht darum, zu verhindern, was passieren wird. Das ist zu spät. Da ist irgendwas anderes schiefgelaufen, und ich glaube, diese Diskussion, was da schiefgelaufen ist, was diese AfD ist, ist der eigenen Selbsterzählung nach eigentlich eine Unmöglichkeit, ne? Diese Idee der guten Aufarbeitung. Das darf eigentlich gar nicht sein, wenn es stimmt, was wir erzählen. Was haben wir falsch verstanden? Dafür haben wir den Podcast gemacht. Dafür muss sozusagen eine echte Aufarbeitung stattfinden, eine Aufarbeitung der Aufarbeitung, wenn man so will. Dass das bisher ausbleibt, macht mich skeptisch, weil ich den Eindruck habe, die Leute wollen nach wie vor nicht eingestehen, dass dieses erinnerungskulturelle Selbstbild in einer Krise ist. Aber okay, das sozusagen ist das eine. Ich glaube, die Demos selber waren, das ist auch jetzt bei unserem Gespräch schon aufgetaucht, so eine Art auf den Boden stampfen und zu sagen, wir haben keine Lust darauf. Und es ist vielleicht bestenfalls etwas, was wir in unseren Herzen mitnehmen können und woran wir uns erinnern können, als wir sind nicht alleine. Und es wird genug Momente geben, es hat sie schon gegeben letztes Jahr, es wird sie weitergeben, in denen man sich alleine fühlt, in denen man das Gefühl hat, also zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Und ich glaube, dass sich dieses Land immer wieder selbst daran erinnert und da vielleicht auch erinnern muss, was
Demokratie bedeutet und sich gemeinsam da immer wieder auch einzuchecken. Ich glaube, das ist ein Takeaway für mich, eine Sache, die von diesen Demos und auch nach dem 7. Oktober wichtig ist, dass wir viel stärker uns als Menschen sowie kontaktieren, beieinander bleiben, dass wir verstehen, dass sozusagen, auch wenn es in den Großstädten aushaltbar ist, dass wir viele Freunde, Freundinnen haben, die vielleicht nicht in Großstädten leben und dass es wichtig ist, diese Art von Netzwerk aufrechtzuerhalten, weil das den Unterschied machen wird zwischen, okay, ich bleibe hier, weil es geht um was und ach, ich habe keinen Bock drauf, ich gehe jetzt einfach. Und daran knüpfe ich im Kurzen an, weil ich es mag, dass wir mit einem empathischen Ton enden, weil ich auch glaube, dass das, was da draußen passiert, vielleicht schwer aufzuhalten ist, per se jetzt läuft, wie du es sagst, aber was wir tun können, ist das, was unser Umfeld betrifft. Also mit welchen Menschen verbinde ich mich noch? Wenn dieses große Wort fällt, entsolidarisierte Gesellschaft, dann steckt da etwas dahinter, wenn ich höre, dass, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber da gibt es jetzt diese Studie von Glück und in Finnland sind die Menschen, die glücklichsten Menschen im 7. Jahr. Warum? Weil sie freundlich miteinander sind, weil ihnen Gerechtigkeit wichtig ist und weil sie ein gutes Miteinander pflegen. Dann denkt man sich, okay, also banaler geht's nicht, aber ich gucke hierher nach Deutschland und denke, okay, diese drei Punkte, das sind meine 5 Cent zum Abschluss. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Das hat funktioniert irgendwie. Max, liebe Grüße in die USA. Danke an dieses Publikum. Ja. Danke, Vanessa. Danke euch. Schöne Messe noch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen, Erinnern, Fragen des S. Fischer Verlags entstanden. Konzeption: Hadija Haruna-Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung: Corinne Kassner. Produzentinnen: Isabel Löbert-Rhein, Jenny Heschel. Schnitt und Sounddesign: Spotting Image. Trauer und Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.